Schon viele Philosophen haben sich genau darüber den Kopf zerbrochen. Und Naturwissenschaftler suchen vergeblich nach einem Ich-Zentrum im Gehirn. In meinem neuen Buch wage ich eine ungewöhnliche Antwort. Ich bin kein Wer, sondern ein Was, nämlich das, was ich gerade tue. Die meisten Menschen streben nach Werten, von denen sie selbst profitieren. Doch ist es das, was wirklich zählt im Leben? Meine Denke ist eine andere. Die höchsten Werte, die unsere Welt zu bieten hat, sind eben nicht jene, von denen wir profitieren. Der höchste Wert muss niemandem nützen, weil es nichts gibt, was noch wertvoller ist. Vor 8 Jahren sind meine beiden Eltern nur wenige Tage nacheinander gestorben. Natürlich verspürte auch ich damals den innigen Wunsch, nochmals mit ihnen sprechen zu können. Bis zu jenem Tag, an dem mir plötzlich bewusst wurde, wie belanglos ein solches Gespräch ablaufen würde. Was sollte ich denn meinen Eltern noch mitteilen, wenn in der Ewigkeit ohnehin schon alles bekannt ist? Sie wüssten es dann doch schon.